Als Linda ihre Diagnose bekam, setzte bei mir eine Art Therapie ein. Um besser damit klarzukommen, begann ich, diese Fotos zu machen. Und als Linda mir von den Reaktionen der anderen Frauen in der Behandlung erzählte, war uns plötzlich klar, dass wir die Bilder teilen müssen. Ich glaube nicht, dass dieses Projekt so groß geworden wäre, wenn Menschen es nicht geteilt hätten. Die Reaktionen, die wir auch aus Deutschland übers Internet bekommen, sind einfach unglaublich. Wer hätte gedacht, dass ein rosa Tütü so viele Menschen berühren würde? Besondere Geschichten verdienen das beste Netz.